Abendessen durch und wollen danach Pause machen. So Leute, auf geht's. Den ganzen Schluss machen, pass mal auf. 200 Meter Uphill-Trail. Ja. Und warum? Uphill ist der nicht. Naja, auf jeden Fall ein Trail-Passagen-Trail. Geht's los? Ich dachte, wir sind schon da. Nee. Das ist doch so ein Trail, wie wir vorfahren. Ja, ja. So, viel Spaß beim Anhören von dem Geküme hier. So, Achtung, Double und, ach Scheiße, zu kurz. Wurzelfeld und, gemeistert. Angepeilt durch das Steinfeld durch, jawohl. Jetzt kommt noch mal eine Steilabfahrt und ach du Scheiße. Wow, das gemeistert. Alter, wow, der war ja mal Porno. Das kann er. Ja, kleine Pause nach ungefähr einem Drittel der Tour. Und wir sehen aus, als hätten wir schon die 28 Kilometer hinter uns gebracht. Naja, jetzt wird erstmal was gegessen. Ein bisschen was mit Kohlenhydrate. So, Toastbrot mit Käse. Was mit Alkohol hier. Ja. Muss ja auch mal sein, ne? Und hast du Käse auf der Stulle, kannst du eat wie ein Bulle. Wir essen jetzt was und gleich geht's weiter. Ciao. Das ist mal auch so ein Abstecher wert. Wenn man mal so zwei Tage hier ist oder so. Ja. Abends anreisen, in die Altstadt, schön und was stabilieren. Nächstes Jahr haben wir das ja vor. Ja, nächstes Jahr haben wir das vor. Ja. Ja. Also nicht verpassen, ne? Preview 2021. Genau. Wir spoilern. Ja. So. Auf geht's, die Parteimütze auf. Ja. Okay, auf geht's auf den Akazientrail. Hier ist wohl eine Besonderheit, hier teilen sich Wanderer und Mountainbiker den Trail. Also muss man hier mit ein bisschen Vorsicht fahren, würde ich sagen. Dann machen wir das auch. Und hier geht's weiter. Ui, enge Kurve. Ah, ist auch wieder so episch hier, ey. Ah, siehst du, Wanderer. Wie eingangs gesagt. Ja, okay, Wandergrumpelmenke ist vorbei. Ich würde sagen, fühlt 100 Menschen sind den Trail hier hochgekommen. Ja, aber wie gut, dass ich eben noch mal gesagt habe, ein bisschen Gas rausnehmen, weil hier sind auch Wanderer unterwegs. Und siehe da. Da kommt Wandergrumpelmenke uns entgegen. Okay, nice, schöner Trail, erinnert mich an zu Hause, kann man machen. Jetzt haben wir ca. 19 Kilometer auf der Uhr und vor uns kommt noch mal ein mächtiger Uphill, noch mal eine schöne Rampe. Bis hierhin ist die Tour echt schön, aber konditionell auch leicht fordernd. Also für alle, die konditionell fit sind, gar kein Thema. Für alle, die mäßig fit sind, geht es auch noch in Ordnung mit ein oder zwei Pausen. Für alle, die konditionell nicht so viel drauf haben, würde ich sagen, wird das hier eine Riesenherausforderung. Für alle E-Biker
sollte das eh kein Problem sein. Wir sind jetzt ca. 300 Kilometer bis hierhin gefahren mit dem Auto, um hier die Trails zu fahren. Und Frank würde die hier nicht hinfahren zum dritten Mal, wenn die nicht so klasse sind. Und ich kann das eigentlich nur bestätigen. Die Trails sind, oder die wir bis jetzt gefahren sind, einfach nur mega. Die machen richtig viel Spaß. Und die Abfahrten sind auch im Vergleich zu unseren zu Hause, also rund um Köln, doch um einiges länger. Leider Gottes, aber auch die Anstiege. Das muss man aber nur mal in Kauf nehmen, wenn man diese Megatrails hier fahren will. Da hilft auch kein Jammern und kein Zetern. Ja, da muss man auf die Zähne beißen und in die Pedale treten und hoch mit dem Rad. Will ja auch irgendwie wieder runterkommen, ne? Jo. So, und bevor jetzt gleich das Mega-Gejapse angeht, losgeht, mache ich dann mal die Cam wieder aus und wir sehen uns dann am Einstieg. Zur Auswahl haben, das ist jetzt halt. So, wir sind am höchsten Punkt von unserer Tour. Das heißt, es geht jetzt nach langem Gestrampel berghoch nur noch bergunter. So, und dann wollen wir vielleicht noch mal den Tobis Trail fahren, weil den haben wir ja am Anfang gefahren. So, Keltentrail, so heißt das Ding. Oh, schöne Line. Oh ja, wenn du das weißt, mit ein bisschen Speed geht das echt gut. So. Naja, wie das jetzt hier aussieht, das brauche ich euch nicht zu sagen. Das seht ihr ja selber. Das ist richtig nice. Hier sind wir da jetzt, zweite Abteilung vom Keltentrail. Frank meinte, hier gibt es irgendwelche netten Futures auf der linken Seite. Okay. Ey, Caramba. Okay. Ach ja, links, genau. Alter Schwede, ey, leck mich am Arsch, ey. Boah. Also das wäre ich vor einem Jahr definitiv nicht gefahren. Da hätte ich dem Frank gesagt, du kannst mich mal am lecken. Halt, hier geht's rein. Entweder es geht und es ist geil oder es geht nicht und tut weh. Ja. Okay? Okay. Dann tun wir mal was. Okay, wir tun mal so, als wenn wir was könnten. Ja. Bevor wir da kalt werden, geht's ab in den Trail. Hey, jawohl! Nice! Oh. Sowas wie ein Steinfeld. Also das muss ich schon sagen, die Trails sind sehr anspruchsvoll. Richtig nett gemacht.
Das war nicht so eine schöne Line, aber das weiß ich auch nicht. Ja, wenn man die Trails nicht kennt, dann lässt man das ein oder andere links bzw. rechts liegen. Ärgerlich. Ach, schade. Wert, oder? Ja, so, nach ja, gefühlt. Nach gefühlt. 2 Tagen? Ja. Sehr, sehr, sehr viel später. Und jetzt machen wir den Jägersteig. Alles klar. Auf wie geht's? Ja, im Wald wird es schon merklich dunkler. Aber ich muss ein bisschen Abstand zu Frank lassen, damit ich sehe, was da vor mir passiert. Ja, das rumpelt hier gerade ganz gut. Nice. Steine, Wurzeln. Sehr schön. Ja, richtig schön hier. So, jetzt habe ich eine schöne Rückenmassage. Jo. Weiter? Weiter, ne? Jo, ja, weiter. Das war Höppelgepöpp. Hey, Karamba! Oh, ist das, ja weiter, ist das sandig? Ja. Oh, schöner Megadrop, ey! Ja, es wird jetzt grenzwertig dunkel im Wald, beziehungsweise auf der GoPro sieht man das nicht. Aber mit meiner getönten Brille ist das jetzt nicht mehr so spaßig. Ach Mist, mal einmal die Leine verkackt. So. Das war die Mill 1. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Geht auf. Ne? Ja, Leute, was soll ich jetzt sagen? Das war die Mill 1. Ein toller Rundkurs, 30 Kilometer, 920 Höhenmeter, super anspruchsvolle Trails. Was will man da eigentlich noch mehr? Ist es anstrengend? Ja. Besonders wenn man meint, man hätte den letzten Abhill geschafft und da kommt dann glatt noch mal einer. Danke, Frank. Jetzt war das. Ja, du hast gesagt, oh, ja, wir haben es jetzt ab. Jetzt geht's nur noch runter. Ja, genau, wir haben es jetzt. Jetzt geht's nur noch runter. Ja, Mist. Ja. Und nochmal 150 Höhenmeter. Ja, und nochmal 150 Höhenmeter auf den Sack gekriegt. Und nein, war mega geil. Man wird wirklich dafür belohnt, für die Mühen. Und wir beide sind der Meinung, das müsste man eigentlich über Nacht buchen, weil wenn man mittags erst startet, läuft einem nach hinten raus ein bisschen die Zeit weg. Das stimmt doch gar nicht! Hab ich gar nicht gesagt! Um 12 zu starten und dann nachher noch 300 Kilometer nach Hause zu fahren, ist morgen noch wählen gehen, deswegen sind wir ein bisschen später gefahren. Richtig, also, genau. Ja. Ja, waren ja Wahlen. Ja, was soll ich euch sagen? Der Holzen fährt. Ja. Der Holzen. Ja, ich fand's geil. Das ist echt
Also ich bin das dritte Mal jetzt hier. Also das hat seinen Grund. Und ich bin nächstes Jahr wieder hier. Aber dann, wie George sagt, bleibe ich über Nacht, weil dann will ich auch Kohlenberg noch oder was? Kollenberg, keine Ahnung, den anderen Berg noch mitnehmen. Und hier soll es noch eine Mi-1 geben. Also nicht Mil-1 im heutigen Fall, sondern eine Mi-1 geben, die soll genauso geil sein. Muss auch eine Kante sein. Vielleicht bleiben wir dann 3 Tage hier. Ja. Ja. Ja, wunderbar. Ich habe fertig, mach's gut. Frank hat fertig, ich habe auch fertig. Na, ihr kennt das ja. Daumen hoch, schreibe, abonniere. Habt euch wohl. Bis zum nächsten Mal auf den Trails. Bye, bye. Ciao, ciao.